Und ein herzliches Willkommen zurück bei meiner ersten Aufnahmesession endlich wieder bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Ich bin von Nöhe, Gameplays als Hobby. Und wir finden uns wieder beim Online-Rang-Match. Ich versuche es wieder mit einem Pokémon-Match, das ich zuletzt gespielt habe, nämlich Gewaltro. Ich weiß, ich bin mit ihm nicht so sonderlich gut, aber es macht Spaß, mit ihm zu kämpfen. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ich habe zwar, um mich erstmal warm zu spielen, gegen Computer gespielt. Gegen leicht natürlich kein Problem. Selbst bei normal hatte ich dann plötzlich 4-1 zurückgelegen bei den Punkten. Und ab 5 hat der Gegner gewonnen, oder ich. Dann habe ich ihn aber dann auch zum Glück einholen können. Also selbst gegen normal bei Computer habe ich dann Probleme. Als er erwartet nicht zu viel, wer die letzten drei Teile gesehen hat, weiß, ich bin mit Gewaltro nicht so stark. Aber wie gesagt, er ist einfach cool und es macht Spaß. Und da hatte ich mir gedacht, ich mache mit ihm jetzt erstmal noch ein paar Kämpfe mehr. So, dann wollen wir mal. Wir nehmen natürlich Spezial. Und wir suchen einen Gegner. Aber irgendwie habe ich generell so das Gefühl, ich werde immer schlechter bei Pokémon Tekken. So, aus Österreich, der Erito. Mit Lucario. Aufstiegsrunde. C5 auf C4. Sieg 105. Mal schauen, ob wir den schaffen. Noch bin ich ja nicht so prima gut drauf mit dem Gewaltro. Und ich sehe gerade, da hinten ist so ein Knackhack-Baby. Wie niedlich. Okay. Nein! Ah, Mist. Okay. 1-0. Das wird immer so knapp. Falscher Knopf. Lass mich runter. Na toll. Ja. Schon wieder Time-Up. Das gibt's ja nicht. Dass ich sowas nochmal erleben kann. Oh, das war knapp. Entschuldigung, dass ich kaum rede. Ich bin irgendwie voll konzentriert, weil ich... Na toll.
Also Gewaltrohr an sich ist ja noch nicht mal so allzu stark. Hm. Nein! Scheiße! Das hätte ich noch gewinnen können. Ah, so Mist. Das hätte ich echt noch gewinnen können. Das war gar nicht mal so verkehrt. Na gut, okay. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß leider nicht mehr deinen Namen, aber aus Österreich und du verstehst mich, ja? Vielleicht sieht man sich ja wieder. War ein guter Kampf. Wir suchen uns natürlich direkt den nächsten Kämpfer. Wen dürfen wir stören? Die Suche läuft. Den Computer dürfen wir stören. Jawohl. Selbst gegen den habe ich Schwierigkeiten mit, mit Gewaltrohr. Wir sind Gruppe D1? Waren wir nicht aufgestiegen? Oder sind wir in Gruppe D1 aufgestiegen? Was denn jetzt? Hä? Wie? Da kam wohl einer direkt rein, oder? Nehme ich mal an und direkt wieder rausgeflogen. Hm. Ich krieg zumindest keine Minuspunkte oder sowas. Keine Ahnung, was das gerade war. Okay, dann versuchen wir es auf ein neues. Gewaltrohr, komm her. Ich glaube, wir nehmen mal das hier. Wir searchen noch einmal. Kriegen wir schon wieder einen netten Computerkampf. Tatsächlich, unfassbar. Oh, ich muss schon wieder weg. Na super, mein Kater ist auf dem Dach. Oh, gegen Impoleon. Okay, da bin ich wieder. Ist von selbst wieder reingehüpft. Netter Kater. Unfassbar. Man kann aber auch nie mal das Fenster auflassen. Es ist so warm hier drin. Der Arthur. Ich weiß jetzt leider nicht, aus welchem Land er kommt. Hm. Na klar, ich kenne auch die Attacken. Na, okay. Einzel für Arthur oder Arthur, wie auch immer. Genau. Boah. Irgendwie bin ich immer total offensichtlich mit meiner Reihenfolge von Attacken. Hm.
Nein, ich wollte hochhüpfen. Verdammte Scheiße. Oh. Arthur, du hast, glaube ich, gewonnen. Oh ja. Das war auch schon wieder ein echt schneller Kampf. Unfassbar. Ich bin so froh, dass mein Kater nicht noch weiter aufs Dach geklettert ist. Der hat wohl gemerkt, ich bin abgelenkt, als er versucht hat. So, einen Kampf machen wir noch. Dann sind wir hier auch fertig wieder bei diesem Video. Und vielleicht nehme ich dann doch wieder einen anderen Kämpfer. Gewaltröst war cool, aber wie gesagt, ich komme mit dem echt nicht weit. Ein Computerkampf. Gegen Schatten Mewtwo. Uns fehlen nur 2 Siege bis 200 Siege, Mensch. Das müssten wir doch hinkriegen irgendwie mal. Dem seine Fernattacke war wohl stärker. Was ist das? Es konnte keine Verbindung zu anderen Konsole hergestellt werden. Das Problem hatte ich ja noch nie. Interessant. Liegt das jetzt an meinem Internet, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Einmal versuchen wir es noch. Oder wir haben nochmal denselben Gegner bekommen, der irgendwie Probleme mit dem Internet hat. Ich weiß es nicht. Ach komm, wir nehmen jetzt schon einen anderen, und zwar Eisler Pikachu. Den hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Mit denen sind wir immerhin ein klein wenig besser als mit Gewaltroh. Wen haben wir? Sika aus England. 1098 Siege mit Mewtwo. Na wunderbar. Gruppe D1 gegen Gruppe C1. Mal schauen. 198 Siege gegen 1098. Ich glaube, wir da eine Chance haben. Wenn wir das gewinnen, dann feiere ich. Wow. Ich hasse diese Attacke. Ich kann die nie einschätzen. Ich weiß nie, wie ich die unterbinden kann. Hey, ich war zuerst dran. Wow! Yay! Komm, Meister Pikachu, mach's kalt! Ach komm. Ist er schneller geworden?
Nein! Oh, es war knapp. Ich hätte vielleicht auch mal meinen Helfer-Pokémon rufen sollen. Was war das denn? Nein! Wie es aussieht, wird es keinen Grund zum Feiern geben. Na super. Och Mann. Die zweite Runde, die lief so gut, ey. Und dann doch noch verloren. Und jetzt hier der dritten hat null Chance gehabt. Mann. Schade. Das wäre es echt gewesen, ey. Na gut, war aber ein netter Kampf. Thank you. For the fight. Okay. Das war's dann mit diesem Teil bei Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch. Ich bin von Nöhr, Gameplays als Hobby und ich hoffe, es hat euch gefallen, so wie sonst auch. Hoffentlich. Ihr dürft mir das natürlich gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und mit einem Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Kampf wieder. Oder auch vielleicht auch bei einem anderen Let's Play. Oder, ja, okay. Das war's eigentlich. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.